Johannes 8. Jesus aber ging hinauf zum Ölberg. Früh am Morgen kehrte er zum Tempel zurück. Das ganze Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau da wurde auf frischer Tat beim Ehebruch erwischt, überrascht. Im Gesetz des Mose schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Das fragten sie ihn, um ihn auf die Probe zu stellen und dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich nur nach vorn und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Dann beugte er sich wieder nach vorne und schrieb auf der Erde. Als sie das hörten, ging einer nach dem anderen weg. Als erstes die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich auf und fragte: Frau, wo sind Sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Geh und lad von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. Eins, zwei, jetzt funktioniert's. Wunderbar. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte. Liebe Gemeinde, stellt euch das einmal einen Augenblick vor. Ihr seid also diese Frau. Euch hat man auf diesen Platz geschleppt. Und nun steht ihr da. Und du schaust in die wütenden Gesichter, vor allem der Männer, die sich ringsum aufgestellt haben und alle einen Stein in der Hand haben. Welche Gedanken gehen dir jetzt durch den Kopf? Was denkst du jetzt als Frau, die hier steht? Wahnsinn. Wie konnte so etwas passieren? Das ist doch der absolute Wahnsinn, was mir hier gerade passiert. Ihr könnt nichts Falsches sagen. Da vorne meldet sich jemand. Ach so. Harm, wolltest du was sagen? Johanne. Ach, Johanne, Entschuldigung. Angst und Scham? Ich schäme mich und ich habe richtige Angst. Gleich werde ich sterben. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich sterben werde. Ich sehe die Männer, wie die Steine in der Hand haben. Ich sehe die wütenden Gesichter. Das ist meine letzte Lebensminute. Ich mache mal weiter. Sie sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau da wurde auf frischer Tat beim Ehebruch überrascht. Im Gesetz schreibt uns Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst nun du dazu? Ich denke mal, ihr kennt das alle. Jemand erzählt dir von irgendetwas, was einer gemacht hat. Stell dir mal vor, der und der, der hat das und das gemacht. Und dann kommt doch sehr oft der Satz: Und was sagst du denn da dazu? Das ist doch unmöglich, oder?
Stell dir mal für einen Augenblick vor, du bist Jesus. Von dir erwarten sie jetzt ein Urteil. Wie fühlt sich das an, wenn man so umringt wird von ganz vielen Menschen und die sagen, nun sag mal was dazu. Unplötzlich melden oder einfach reinstellen. Wie fühlt sich sowas an, wenn man sowas erlebt? Sag mal was dazu. Ich fühle mich ziemlich bedrängt hier von den Leuten. Wieso soll ich da was dazu sagen? Ich kenne die Frau nicht, ich kenne die Situation gar nicht. Liebe? Eigentlich fühle ich ganz viel Liebe zu dieser Frau. Aber wenn ich denen das jetzt sage, die werden das bestimmt falsch verstehen. Harm. Es ist natürlich für Jesus ganz klar, was da alles passiert. Er weiß ja schon alles. Aber in dieser Hinsicht ist es auch so, dass er dann auch denkt, ja, wie erkläre ich die Leute nun, dass das Gesetz, dass ich der Erfüllung bin von das Gesetz. Das ist nicht so, was Leute normal finden, sag mal. Und da muss man die richtigen Worte finden oder die richtigen Taten tun, um die Leute dazu erklären. Und das ist nicht so einfach. Wie soll ich den Menschen das erklären, die jetzt so mit wütenden Gesichtern hier stehen, mit dem Stein in der Hand, dass es hier um was ganz anderes geht, dass ich die Erfüllung des Gesetzes bin? Ich mache mal weiter. Aber Jesus beugte sich nur nach vorn und schrieb mit den Fingern auf die Erde. Stellt euch mal vor, ihr fragt irgendjemanden etwas und der dreht sich einfach um und kritzelt irgendwas auf dem Papier, ohne zu antworten. Wie fühlt sich das an? Was denkt ihr dann über so einen Menschen? Also Jesus, was ist mit dir los? Hast du sie noch alle? Jesus, wir sind alle hier hingekommen und das ist eine ernste Sache, Ehebruch. Da kann man doch nicht einfach sich umdrehen und was schreiben. Du nimmst uns nicht ernst. Als sie aber nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen. Stellt euch mal vor, ihr wärt so ein junger Kerl, vielleicht 17 oder 18 Jahre alt und ihr seid einer von den Männern, die jetzt um dieser Frau herumstehen. Ihr guckt nach links und ihr guckt nach rechts und da stehen Leute alle mit einem Stein in der Hand und ihr guckt nach unten und merkt plötzlich, ich habe ja auch so einen Stein in der Hand. Und dann erinnert ihr euch, dass irgendeiner von denen gesagt hat, hey du, heb auch mal einen Stein auf. Und jetzt stehst du da und du weißt genau, Ehebruch, das geht nicht. Das ist eine Todsünde. Das muss Konsequenzen haben. Du bist wütend und erregt gleichzeitig. Wie fühlt sich das wohl an, wenn man als junger Mann so einen Stein in der Hand hat, in der Menge? Wie fühle ich mich? Das hat Konsequenzen für die Frau. Für mich hat es keine Konsequenzen, also kann ich ja eigentlich auch da mitmachen. Wollt ihr oben auch mal mitmachen? Ich fühle mich hier ziemlich eingedrängt. Wenn ich jetzt nicht mitmache, dann wer weiß, wie die dann mit mir umgehen. Also ich muss einfach das machen, was die anderen auch machen. Jesus sagte, wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Als sie das hörten, ging einer nach dem anderen fort, die Ältesten zuerst.
Also du hast immer noch den Stein in der Hand und plötzlich wird es ganz still auf dem Platz und du siehst, wie einer nach dem anderen den Stein fallen lässt und weggeht. Was denkst du in diesem Augenblick? Boah, eigentlich fühlte ich mich hier gar nicht so wohl mit dem Stein in der Hand. Gut, dass ich den jetzt auch fallen lassen kann und auch weggehen kann. Ich schäme mich eigentlich, dass ich hier überhaupt mitgemacht habe. Warum bin ich nicht vorher weggegangen? Jesus richtete sich auf und fragte: Frau, wo sind Sie? Hat dich niemand verurteilt? Jetzt stell dir vor, du bist diese Frau. Du hast die ganze Zeit voller Angst auf den Boden geschaut. Dabei hast du gar nicht mitbekommen, dass Jesus sich runterbeugte, um zu schreiben. Vielleicht war Jesus in diesem Augenblick bei dir ganz in der Nähe. Und du hast auch nicht mitbekommen, wie die Leute, die dich da auf den Platz geschleppt haben, plötzlich nicht mehr da sind. Jetzt erst siehst du Jesus, wie er mit dir da auf dem Platz steht und dich anspricht. Du schaust dich um und niemand ist mehr da, außer Jesus. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ich fühle mich erleichtert. Gerade eben war mein Leben noch vom Tod bedroht. Jetzt scheint alles gut zu gehen. Ja, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Wir singen jetzt ein Lied, was auch nicht so bekannt ist, aber wir lernen ja. Jesus, zu dir kann ich kommen, wie ich bin. Der Text passt nämlich sehr gut zu dem Bibeltext. Wenn ihr euch zu Hause nochmal den Bibeltext durchlesen werdet, egal ob in der Lutherbibel oder einer anderen Übersetzung, dann werdet ihr in Kursiv ein paar Worte dazu finden. Und in Lutherbibel heißt es dazu, der Abschnitt Johannes 7, 53 bis 8, 11 ist in den älteren Handschriften des Johannesevangeliums nicht enthalten. Also die Geschichte von der Ehebrecherin findet sich in den Handschriften der ersten Jahrhunderte, die wir noch haben, findet sich die Geschichte nicht.
Erst im 4. Jahrhundert, Handschriften aus dem 4. Jahrhundert, da ist diese Geschichte eingefügt in das Johannesevangelium. Die Christen damals müssen wohl den Eindruck gehabt haben, damit wir verstehen, wer dieser Jesus ist und was er wollte, müssen wir das an dieser Geschichte noch mal ganz deutlich machen. Die Menschen lesen nämlich über diese Worte ganz schnell hinweg. Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben, ich urteile nicht. Und wenn wir uns dann die Geschichte mal angucken, die vor der Ehebrecherin erzählt wird, oder die Worte, die vorher erzählt werden und die Worte, die nachher erzählt werden, wird das auch ein bisschen deutlich. Da lesen wir, wie die Menschen darüber diskutieren, ist Jesus der Messias? Ist er der Christus oder ist er es nicht? Und die Pharisäer, die sagen, Leute, ihr habt sie doch nicht alle. Guckt doch einfach mal in die Bibel. Findet ihr irgendeine Stelle, wo steht, dass aus Galiläa ein Prophet kommt? Nirgends. Und wenn da selbst kein Prophet kommt, wie soll denn aus Galiläa der Messias kommen? Also, kann gar nicht sein, dass Jesus der Messias ist. Und dann kommt die Geschichte von der Ehebrecherin später, aber in der alten Handschrift geht es dann weiter, dass Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Die Pharisäer werden darauf ganz böse. Sie sagen, Jesus, du lügst. Was erzählst du da? Und dann sagt Jesus eben, ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben. Ich urteile über niemanden. Also ihr merkt, in diesem Teil des Johannesevangeliums geht es ganz viel ums Urteilen. Das Volk streitet darüber, ist Jesus der Messias, und die Pharisäer und Schriftgelehrten urteilen über Jesus, er ist es nicht. Denen ist klar, Jesus ist ein Lügner. Das Urteil ist gefällt. Und in dem Bibeltext, den wir gerade miteinander besprochen haben, da sagen die Schriftgelehrten und Pharisäer, da urteilen die über diese Frau und sagen, das ist eine Ehebrecherin. Und dann sagen sie zu Jesus, jetzt wollen wir dein Urteil dazu auch hören. Urteile mal darüber. Und in diesem ganzen Bibelabschnitt, die Ehebrecherin-Erzählung, was davor und danach steht, da verweigert sich Jesus jedem Urteil. Jesus sagt zu der Frau, ich verurteile dich auch nicht. Und Jesus sagt zu den Pharisäern, die ihr Urteil über ihn gesprochen haben, ich urteile über niemanden. Liebe Gemeinde, viele Menschen, auch Christen, meinen, heute sind es Fragen, viele Christen meinen, beim christlichen Glauben, da geht es um Moral. Also Aufgabe der Kirche wäre es, allen Mitmenschen deutlich zu machen, was richtig und was falsch ist. Weil wir Christen die Experten in Fragen der Moral werden. Dahinter verbirgt sich der Gedanke, ja, wir Christen, wir wissen ja viel besser, was richtig und was falsch ist. Und damals wie heute gibt es ja ganz viele moralische Fragen. Heute sind es Fragen zum Beispiel zum Thema Abtreibung. Ja, das wäre ein IG-Thema, redet man nicht so gerne drüber. Aber Klimaschutz. Also wer sich für Klimaschutz einsetzt, der ist moralisch mal schon mal ganz klar auf der richtigen Seite. Sollen die AKWs weiterlaufen oder nicht? Ist auch so eine moralische Frage. Ist es richtig, die Ukraine mit Waffenlieferungen zu unterstützen? Hochemotionale Fragen, die sehr oft moralisch beantwortet werden. Welches Urteil gibst du, Jesus? Gib uns doch mal ein klares Urteil, was moralisch richtig und was falsch ist. Und dann sagt Jesus einfach, ich urteile über niemanden. Und da kann man sich ja fragen, ja,
Wenn du uns kein Urteil gibst, wenn du sagst, in Sachen Moral bin ich nicht der Experte, wofür bist du denn überhaupt da? Wer bist du denn dann, Jesus? Warum bist du denn in die Welt gekommen? Und Jesus antwortet, ich bin das Licht der Welt. Statt über andere zu urteilen, folgt mir einfach nach. Der Rest wird sich dann von selbst ergeben. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ihm nachfolgen heißt, mein ganzes Leben auf Jesus ausrichten. Ihr habt es ja gesehen, das erste Titelblatt, was ich hatte, da stand drauf, wer rettet uns vor den Moralisten? Eine zugegeben provokative Frage, denn wieso müssen wir vor Moralisten gerettet werden? Was ist denn an Moral so schlecht? Ist doch wichtig zu wissen, wie man sich richtig verhält. Das Problem ist nur, solange ich damit beschäftigt bin, zu urteilen, was richtig oder was falsch ist, solange bleibe ich immer noch bei mir. Ich urteile darüber, wie andere sich verhalten, was richtig oder falsch ist. Und man tut das in einer Haltung, aus einer Haltung heraus, die sagt, ich bin moralisch in Ordnung, integer, und die anderen, die sind es nicht. Ich bin der Richter über die anderen. Die, wie sie, die sich verhalten, ist falsch. Ich weiß es, wie es richtig ist, und ich handle auch danach. Und so bin ich bei der zweitwichtigsten Frage des Lebens, denn die Frage nach Gut und Böse ist natürlich wichtig, aber sie ist die zweitwichtigste Frage. Und ich bin noch nicht bei der wichtigsten Frage, die lebensentscheidende Frage. Und damit komme ich nochmal zurück zu dieser Erläuterung, dass erst im 4. Jahrhundert diese Geschichte eingebaut wurde. Denn auch in den Gemeinden der ersten Jahrhunderte lief nicht alles glatt. Auch da gab es Probleme. Und es gibt gute Gründe, davon auszugehen, dass es damals heiße Diskussionen darüber gab, ob jemand, der die Ehe gebrochen hat, überhaupt noch zur Gemeinde dazugehören darf. Muss man so einen nicht aus der Gemeinde ausschließen? Und die Meinungen darüber gingen hin und her. Und manchmal wurde es auch richtig laut. Und manche drohten mit Austritt, wenn diese Frage nicht so beantwortet würde, wie sie es für richtig halten. Andere fragten sich, was wäre eigentlich, wenn Jesus jetzt hier wäre? Was würde er uns denn jetzt raten? Jemanden ausschließen aus der Gemeinde oder nicht? Und die Christen lasen Jesu Worte im Johannesevangelium. Ich urteile über niemanden. Also wie mit Ehebruch in der Gemeinde umgehen. Und die Geschichte von der Ehebrecherin machte es eigentlich für alle deutlich. Die Botschaft ist klar. Indem wir uns mit dem Menschlichen, allzu Menschlichen zu beschäftigen, verlieren wir das Lebenswichtige aus den Augen. Und worüber können wir uns als Christen nicht alles streiten und in die Köpfe haben? Und auch ganz unterschiedliche moralische Urteile treffen. Und auch heute denken manche, ihr Glaube und der Bestand der Kirche stehe und falle damit, dass ihre moralischen Einstellungen durchgesetzt werden. Ob Klimaschutz oder Frauenrechte, Homosexualität oder Corona, alle diese Debatten können Familien und können Gemeinden auseinanderreißen. Christen reden sich dann die Köpfe heiß und merken nicht, wie dabei die Herzen immer kälter werden. Und noch schlimmer, sie verlieren Jesus aus den Augen. Darum die Frage, wer rettet uns vor den Moralisten? Wer rettet uns davor, dass wir bei allem Urteilen und Verurteilen
das Entscheidende aus den Augen verlieren. Gottes vergebende Liebe, die er uns in Jesus Christus schenkt. Amen.